Ja, moin! Guten Tag! Max Beatshop, wie immer, wisst Bescheid. Heute Ross-Benz, meine Probefahrt gemacht. Naja, ein bisschen Farbe fehlt unten noch, wenn man so ein Sonnenlicht guckt, aber das macht schon den ersten Eindruck. Der ist noch unpoliert, einmal grob abgewischt sozusagen, anstatt gewaschen. Aber macht schon als ersten Eindruck, gar nicht mehr so kacke aus, finde ich. Kann man mit arbeiten. Gut, Stoßstange hinten rechts ist immer noch kaputt. Keine Teile. Aber wir sind keine billigen Teile. Da müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Ja, ich habe gedacht, ich nehme euch mal hier mit. Ach, übrigens hier, der Kollege war hin und er hat es bestanden. TÜV hat er auch wieder 2 Jahre. Ja, der ist kurz vorm Verkauf, sag ich mal. Bald kann er weg. Aber war auf jeden Fall ein sehr geiles Projekt. Auch wenn das ziemlich viel Arbeit war. Originalfelgen kommen da auch bald drauf. Neue Reifen sind auch in Arbeit. Ja, und dann geht er weiter mit dem Ding, ne? Na, geht er. Der wird ja schon irgendwo seinen Besitzer finden, der Spaß damit hat. Ich glaube, ich habe euch noch nie den Motorraum von dem Ding gezeigt. Kann das sein? Ja, hier ist er. 230er Maschine. Relativ gut im Saft, das Ding. Geht eigentlich. Na gut, ist keine Rennmaschine. Da fehlen eigentlich nochmal so 2 Zylinder so auf der Höhe so. Dann ist das ein geiles Ding. Naja, ist halt Mercedes. Ein ganz gemütliches Gerät. Naja, wir fahren mal ein paar Meter. Mal gucken, ob er auch da verspricht, was er hier oder das hält, was er verspricht. So rum. Wie sich das in so Mercedes gehört, liegen die Getränke hier schon drin. Eine ungeöffnete Flasche Isolite. Siehst du mal. Hier guckt, glaube ich, die Karre noch gar nicht. Ja, Handtuch ist leer. Sitzheizung geht. Saugeil. So einen Scheiß kenne ich ja gar nicht. So, das reißen wir den mal an. Der hat ein bisschen zu kämpfen, mein Schlüsselbund. So. Eine Warnleuchte ist an, weil irgendwo eine Lampe kaputt ist. Ich warte, irgendwo ist eine Biene durchgebrannt. Ich muss an den Tag mal gucken, woran das liegt. Ich muss eh noch mal zum Schrottplatz. So, mein Gurt hier ankriegen. Ein paar Abdeckungen besorgen für die Kiste. Einmal vorne rechts. Nochmal so eine Plastikabdeckung. In einem Abschlepphaken. Und dann haben wir nochmal hinten halt unser spezielles Heck. Kaputti. Was weiß ich was. Aber auf jeden Fall ist die Karre schon mal auf der Straße. Das ist mal 1 Kilometer weiter, wie es vorher war. Wetter ist sehr geil, oder? Kannst sagen, wie du willst. Das ist übrigens wieder Ecke Brennewaden. Ich habe mal gerade wieder nach rechts gesehen. Und Tempomat hat der Hobel. Übrigens, ich will den euch nicht verkaufen. Ne? Der ist eigentlich fast schon verkauft. Das ist zu seiner Auftragstemperatur meinerseits. Obwohl der Wagen jetzt auf mich läuft. Was? Heute habe ich Fasching. Ach so, gut, das freut mich. Faschingkleid. Faschingkleid hast du? Wie bist du angezogen? Wie Daimler Benz mit langem Bart und so? Oder was? Ah ne, Daimler ist ja eine zweite Person. Wie hieß der? Gottlieb Benz oder wie hieß der nochmal, der Erfinder von diesen Dingern? Saugeile Automatik. Macht echt Spaß, dieses Auto. Aber schnell ist was anderes. Du hast hier nochmal so einen Sportknopf, aber der bringt aber auch nicht viel, außer dass er ein bisschen später schaltet. Ach ja, und ein klimatisiertes Mittelablagending. Das heißt, du kannst dann Trinken da reinpacken mitten im Sommer, machst die Klima an und kannst die Klima da reinpusten lassen. Total geile Idee, finde ich persönlich. Ja, mit diesen Aufnahmen will ich das Projekt eigentlich auch zum Abschluss bringen. Ja, ein paar kleine Arbeiten sind noch dran zu machen. Aber das ist einfach nur Teil der Clipserei. Ein bisschen Farbe noch mal dran machen. Aber das kennt ihr alles von den anderen Videos. Da ist nichts Neues. Das Auto werde ich schon in der nächsten Zeit jetzt veräußern. Vorteil ist, ich kann die Restauration sozusagen mit einem Video belegen. Das kann kein anderer Verkäufer. Ja, deswegen würde ich sagen, das Projekt ist abgehakt. Das nächste kommt bald. Wie gesagt, Heckstoßstange ist hier. Naja, ne. Wir finden sicherlich noch was Neues in der Art. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie man möglichst kostengünstig, Betonung auf zeitwertgerecht und kostengünstig, ein Auto wieder herrichtet, was eigentlich optisch absoluter Kernschrott war. Und jetzt wieder eigenermaßen okay ist. Ich sage immer noch eigenermaßen, weil wie gesagt, das geht immer schöner.
Aber so Smart Repair mäßig, Mann macht, Mensch macht das zu Hause, ist das vollkommen ausreichend. Und was meint ihr zu dem Projekt? Ich meine, der Rostbenz, der war ja wirklich, ich sag mal, was sehr Spezielles. Also vor allem im Punkt Rost, wie gesagt. Aber ist sonst eigentlich ein sehr schönes Auto. Fährt sich wirklich super. Ich habe nochmal von den Federn, der hat solche hier Federaufnahmen, die rosten gern weg bei den Dingern. Die werden auch ein bisschen angesetzt, habe ich auch sauber gemacht, vernünftig entrostet und einzig und zack. Also ist wieder ein ziemlich ordentliches Auto. Dafür, dass der vorher so ranzig war, sag ich mal. Also locker 2 Jahre gebe ich der Kiste noch. Fahrtechnisch. Kamera im Rang geschoben, sonst ist er wieder weg. Aber ich würde gerne mal für euch, also wie ich es gemacht habe, ihr wisst, ich mache es eh anders wie andere Leute. Weil du kannst dir, könnt euch 100.000 YouTube-Tutorials angucken. Wenn die dann mit ihren Spezialgeräten beigehen und da extremst sich dann abtüdeln bis Weste. Und 20 Jahre dabei sind, das kann gerne jemand machen, aber kein normaler Mensch so am Wochenende oder was kann sich so eine Karre so zusammenflicken. Keine Chance. Deswegen, ich habe es möglichst einfach gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass die Kiste noch ein bisschen länger hält. Weil wie sie vorher war, das wäre ein Pfeifer Schrott gewesen. Die hättest du nicht mehr hier benutzen können. Die war eigentlich ziemlich durch. Ich fahre übrigens gerade über unsere Rennstrecke. Unsere Trabi-Käfer-Rennstrecke. Naja, Projekt, wie gesagt, von dem Auto werden wohl keine Videos mehr kommen, außer, bis ich ihn verkauft habe, ich habe ihn angemeldet noch, ich halte ihn als Reserveauto am Laufen und fahre den selber so ein bisschen. Das heißt, es kann eventuell sein, dass der trotzdem noch auftaucht, weil er eine Anhängerkupplung hat. Und ich die Chance vielleicht nutze, wenn ich die Kiste noch stehen habe, wenn ich den hier BMW ein bisschen fertig mache. Na gut, wie gesagt, ich habe mich gerade schon verabschiedet, aber das wollte ich noch eben anhaken. Mögt ihr sowas? So einfache Geschichten? So, ich mache mir eben schnell ein Auto fertig, ohne da 1 Million Euro reinzustecken? Weil, haben wir nicht getan. Wie gesagt, Teilewert ohne Arbeitslohn, sage ich mal, sind 30 Euro, was wir reingesteckt haben. In puncto hier, wir investieren im Teilen. Aber, na gut, in dem Fall haben wir Glück gehabt. Die Kiste war ja technisch sonst relativ gut. Naja. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen, Max Beachshop und ihr wisst ja, ne, übliche Abo und wer Bock hat, der hat halt Bock und wer nicht, der halt nicht. Munter!